Hey, Senorita! Hallo! Na, wie läuft denn Arbeit? Ach, muss und selbst? Oh, so schleppend, ha. Kenn ich. Kein Spaß bei den Hitzen. Das stimmt. Ich bin der Vato, ha? Wer bist du? Hallo, ich bin Lacey. Lacey? Und das ist ein schöner Name. Danke, gleichfalls. Oh. Was treibst du so, wenn machst du nicht den Arbeit? Aktuell bin ich tatsächlich nur am Arbeiten oder gehe angeln. Aha. Häng mit Freunden rum. Oh, ich habe noch nie den Angeln gemacht. Echt nicht? Ah. Ist total entspannend. Wolltest du mir mal den Angeln zeigen? Kann ich machen. Okay, folgenden. Wir tauschen den Nummern aus und irgendwann wir treffen uns zu einem unverbindlichen Angeldate. Unverbindliches Angeldate? Ja, du kannst ihn anders nennen. Okay. Ja, können wir machen. Cool. Dann pass auf, wenn hast du denn Zeit, notierst du meine Nummer, ich notiere deinen und dann schauen wir mal, ob wir einen Tag finden, an dem können wir in Ruhe den Angeln machen. Alles klar, machen wir. Wunderbar. Und was machst du so, wenn du nicht hier am Arbeiten bist? Ach, also ich bin ein richtiger Arbeitstier. Okay. Ja, ich meine, ich versuche hier und da mal ein paar Deutschen kennenzulernen. Oh, mal schauen, was man hier so anstellen kann. Ne? Da Ach, kommt ein gehört, Angeldate als gelungenen Abwechslung. Ich weiß, das ist kein wirklichen Date, aber hey. Man wird ja noch träumen dürfen. Ne? Ja, ja. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ich hab keine Ahnung. Marie! Ei. Was schreist du mich so an? Kommst du rüber, Puppe? Ja, Moment. Keine Angst. Ich kann fahren. Meistens. Ich nehme an, den heißen Maria. Ja. Namen. Ich verstehe. Hallo. Hi, na? Also, das ist die Marie. Marie, das ist der Vato. Hola. Hola. Was geht? Arbeit. Arbeit. Ich kenne den. Ich mache nichts anderes. Die wievielte Tour fahren wir jetzt, Vato? 20. Ui. Na, so lange kennen wir uns noch nicht. Oh, dann 5. Ja, das kommt sogar hin. Ich hab aber keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Macht auch keinen, ne? Spielt keine Rolle. Das ist doch schnurzpiep egal. Hauptsache, den Rubel rollt. Marie, wir wurden belogen. Das ist ja Unsinn. Der Jam heißt gar nicht Jam. Doch, der heißt Jim. Ja, der hatte so einen komischen Namen. Na, der Vato sagt, der heißt Jim. No, eigentlich heißt den Jam. Der hat das so komisch ausgesprochen und dann haben wir gesagt, okay, wir nennen dich Jam. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Hä? Er hat gesagt, wir sollen ihn so nennen. Ja, nenn den weil Jam. Weil wir das nicht aussprechen konnten, was er von sich gemurmelt hat. Ja, sieh, den heißt Jam. Also für mich heißt der einfach nur Jam. Du kannst das jetzt nicht wieder gut machen, dass der uns belogen hat. Der hat euch nicht belogen, ihr habt den nur nicht verstanden, hast du nicht zugehört. Das kann sein. Na siehst du, den heißt jetzt Jam. Für mich heißt der Jam. Für mich heißt der, du bist für mich gestorben, weil du mich belogen hast. Der hat dich nicht belogen. Hat er nicht. Ich meine, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir nennen dich einfach Jam. Nein, er hat gesagt, wir sollen ihn Jam nennen. Und dann haben wir gesagt, das ist ja voll süß, wie Marmelade. Jetzt, wo du sagst. Ha! So. Vielleicht wollte er deswegen, dass wir ihn so nennen. Aha. Weil er süß ist wie Marmelade? Weiß ja nicht. Nee, Mann. Guck mal, warte, jetzt hast du schon zwei Frauen, die mit dir Salz machen. Cool. Ich bin dein Salzboy. Yay! ja, ebenfalls also alles gut, Frikadelle. Hugh Hefner.
Ui. And you have not a Salzes. Nein, warte, wir brauchen so eine Überschrift. Warte, der You have not a Salzes. Cool. Ja, oder? Das mal ein Titel. Okay, das muss ich direkt piepern. Warte. Oh, können wir ein Foto machen zu dritt? Ja, machen wir so ein Selfie. Sie, stellt euch mal so neben mich, links, rechts. Oh. Das wäre irgendwie... Ne? Cooler, wenn ein anderer in dem Bild machen könnte. Oh, egal, wir kriegen das noch hin. Ich hab eins. Wir üben das noch. Okay. Nee, das kriegen wir noch hin. Da hinten, Jane, die kann bestimmt ein Foto machen. Oder sie kommt mit aufs Foto. You have na schon vergessen. Ja, ja. Aber dann brauchen wir einen vierten, den den Bild macht. Guck mal, da kommt doch... Ich höre da doch gerade ein Auto hinter uns. Guck mal. Wunderbar, dann ist das geklärt. Ja, perfekt. Doof, wenn da jetzt auch eine Frau raussteigt. Nächsten Mal. Schon. Ach, wunderbar. Ja, perfekt. Dann auf geht's. Okay, let's go, let's go. Hey Jane. Bist du denn Beschäftigung? Inwiefern? Ich habe eine Frage an dich. Wolltest du mit uns ein Foto machen? Warum? Warum nicht? Ich habe gerade erfahren, dass ich bin den You Have Not des Salzes. Wer macht das Foto? Der Typ hinten. Wir wollten ihn fragen, den Typ da hinten. Ey, dann stehst du ja wie der Weiberheld schlechthin da. You Have Not des Salzes. Hast du nicht zugehört? Nee, ich arbeite. Sie aber kann, ja, können wir machen. Oh, wunderbar. Ich frage kurz den Kerl dahin. Sekunde. Hey, amigo. Na? Kannst du kurz ein Foto von uns machen? Ja, könnte ich machen. Oh, das wäre super. Ha? Ich hab aber ich kann nicht versprechen, dass mein Handy so eine gute Qualität hat, ne? Alles gut. Ha? Hauptsache, dass wir geht nicht in Vergessenheit. Warum solltet ihr vergessen werden? Keine Ahnung. Ich will nur, dass die Nachwelt behält mich im Hinterkopf mit drei Ladies im Hintergrund. Ja gut, das schafft nicht jeder, ne? Also, let's go, let's go. Ja, ich bin sofort da. Kein Stress, ha? Coole Tattoos. Ja. Kriegen wir hin. Ja, danke. Oh, stimmt. Und, ich möchte auch... Sieh, dann mach das. Dann würde ich sagen, suchen wir uns aber einen schönen Hintergrund, oder? Aber was wollen wir? Den Salzberg. Wir können versuchen, den da Salzberg. Oben irgendwie auf den Hügel zu gehen oder so. Aha. Oh, jetzt kommt also aber den jungen viele. Mann ist es scheißegal, er hat euch drei, das reicht den eigentlich. Das die das Frau nehmen wir auch noch mit. Oh, cool. Moment, ich klär das. Das wäre super. Also die Frau, die das klärt, ne, die darfst du niemals loslassen, die ist genau die Richtige. Oh, da ist was dran, ha? Huh? You have that des Salzbergs. Wie klingt das für euch? Klingt auf jeden Fall interessant. Sie. Auf jeden Fall mal was Neues. Aha. Oh, da bin ich mal gespannt, ob kann sie den Lady überzeugen. Ja, ich auch. Oh, das sieht positiv aus. Ja. Auf zum Salzberg! Yay! Hola, Senorita! Hola! Hallo! Ich habe gehört, du machst ein Foto mit uns? Ja. Oh, das wäre super. Also, komm. Heute offiziell haben wir den glücklichsten Mann der Welt. Aha. Dann lasst uns mal ein bisschen den Salzberg besteigen. Bitte was? Den Salzberg! Ich würde sagen, zwei links, zwei rechts. Möchtest du noch irgendein. Eine Gestik oder sowas machen? Daumen nach oben. Ja, sag Bescheid. Verschränke einfach die Arme. Das reicht mir, ha? Ja, könnte man machen. Ich würde sagen, am besten nochmal von der anderen Seite, damit die Sonne das Bild nicht so blendet. Oh, das ist eine gute Idee. Na gut. Ist denn besser hier? Ja, das ist auch gut. Wunderbar.
Upsa, hier ist es aber rutschig. Ihr müsst ganz vorsichtig sein, ne? Ich möchte nicht, das verletzt ihr euch. Ich muss gleich noch die Beine. Sag Bescheid, wenn ihr bereit seid. Also ich wäre soweit. Nee. Ja, dann einmal sowas ähnliches wie lächeln. Tschüss. 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 Ja, das sieht doch vernünftig aus. Wunderbar. Ja, perfekt. Ich danke dir und den ganzen Ladies fürs dabei sein. Ja, kein Ding. Kannst du mir dein Foto per E-Mail schicken oder so? Ja, adios. Adios. Ja, ich machen, muss mir aber deine E-Mail geben. Kein Problem, ha. yellowsunshine@mail.ls. Warte. Das muss ich mir aufschreiben. Kein Problem.